Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockte Sims 4. Und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allem natürlich auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Wow, was für eine geile Aussicht hier war. Was für eine geile Aussicht, wenn man daran denkt, dass wir einen Sommer gefühlt over 9000 haben und so schön aufs Wasser gucken, ist schon echt geil. Ja, es ist heiß, es ist kaum auszuhalten. Es ist wirklich die Hölle auf der Erde. Anders kann man es nicht sagen. Es ist wirklich heiß geworden. Und hoppala, ich sollte natürlich auch das Gebäude komplett einblenden, dann sieht man nicht hier viel von. So, jetzt kann man nämlich so hochgucken. Ja, wir haben ein neues Familienmitglied. Unsere magische Katze. Hier ist sie. Unsere Blumenkatze. Unsere Elfenkatze. Ja, ist die niedlich, oder? Ja, hä? Ist doch ganz putzig, das Tierchen. Ja, mit dem Blumenmuster drauf und so weiter. Ey, das ist doch so richtig eine magische Katze. Gut, okay. Wir brauchen natürlich was für die magische Katze. Und deshalb sind wir auch noch ein bisschen auf Pause. Hier sehen wir auch hier, da. Hitzewelle. Ja, wie gesagt, wie im Real Life. Ich versuche das ja alles so ein bisschen auch in Real Life zu halten. Das heißt also, wir haben ja Real Life Sommer. Wir haben bei den Elfen Sommer. Generell bei Sims 4 Sommer. Wir haben ja auch schon sehr verschiedene Sommeraktivitäten gemacht. Haben wir gemacht. Ja, und jetzt geht's halt darum, wir brauchen natürlich Katzen-Equipmente, damit die Katze hier natürlich sich auch ein bisschen wohlfühlt. Und dazu müssen wir natürlich hier in den Baumodus reingehen. Und im Baumodus angekommen, schauen wir mal nach, wo wir Katzen-Equipmente lassen können. Ich würde mal sagen, wir werden das Katzen-Equipmente, wie man mal das Gittermuster rausmachen, auf diese Ebene mit reinbringen. Genau, auf diese Ebene. Die Katze soll sich natürlich auch integriert fühlen. Und dementsprechend wird auch das Katzen-Equipmente hier stattfinden. Ich würde mal sagen, das Katzenklo könnte an dieser Position hin, das stört das nicht allzu sehr. Und die Katzenfressalienheiten machen wir vielleicht hier irgendwo so hin. Wir müssen mal schauen, was wir da zaubern. Und zwar, dazu gehen wir in Objektefilter, gehen wir mal in die Packs rein. Und da haben wir schon Hunde und Katzen. Aktivieren wir uns mal das ganze Geschlemmsel. Und dann gucken wir mal nach, was wir hier alles haben. Wir haben natürlich hier verschiedene Liegeplätze und so weiter und so fort. Da würde ich natürlich sagen, wir nehmen natürlich etwas Grünliches oder hier etwas Dunkelgrünliches. Ist, glaube ich, gar nicht mal so ganz verkehrt, wenn wir hier was Dunkelgrünliches mit reinbringen. Müssen wir halt noch schon mal schauen, wo wir das Ganze lassen. Hier vielleicht so, hier in der Nähe, da wäre vielleicht eine Möglichkeit. Hier im Eingangsbereich neben dem Fässchen, dann hat die Katze immer so einen kleinen Abendtrunk. Ja, wäre eine Möglichkeit. Oder wir machen das Ganze hierhin in Nähe vom Kamin. Ich glaube, das ist sogar schon fast am sinnvollsten. Wenn es abends doch ein bisschen kühler ist, kann sich die kleine magische Katze einfach mal hier hinlegen. In der Nähe des Kamins, wenn es dann noch irgendwann mal Winter wird, werden wir schauen. Das könnte durchaus ja irgendwann passieren. So, jetzt habe ich natürlich gesagt, braucht natürlich die Katze auch noch ein Katzenklo. Wir gucken mal nach, welche Farben die hier hat, die Laserkatze. Es passt alles nicht wirklich hier, das ist alles so ein bisschen fieses Zeug. Aber das automatische Katzenklo, automatisch, ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn wir das machen. Dann aber dann auch ein bisschen diesen grünlichen Ton. Katzenklo. Jo, wo haben wir gesagt, machen wir das hin? Genau hier hin, da dürfte es ganz gut sein, das Katzenklo. Einmal hier mal das Katzenklo hin. Und dann braucht natürlich die Katze natürlich auch was zum Futtern, die sogenannten Futteralien. Hier vielleicht auch noch was zum Spielen, Spielzeugkiste, Entertainment für unterwegs wäre eine Möglichkeit. Dann haben wir Outdoor-Trainingsspielzeug, Aufbewahrungskiste oder wir haben Truhe der Wunder. Ich glaube, Truhe der Wunder klingt am geilsten. Natürlich das Ganze natürlich auch in Grün hier halten, wie wir hier alles jetzt in Grün halten. Das machen wir dann einfach hier mal an der Seite mit dran. Ist da ein bisschen asymmetrisch, ist mir aber eben den Punkt völlig Würstchen. Aber sowas von völlig Würstchen. Müde Pflanzen sehen ja auch nett aus. Ja, Pflanzen haben wir schon eine ganze Menge hier drin. So, jetzt brauchen wir natürlich noch den Futtertrog. Schauen wir mal, was ist denn das hier? Freundschaftsbrunnen. Ach, das ist dieser Riesenbrunnen. Guckt euch das mal an hier mit den Hunden da drauf.
Ja, das sind eigentlich die Bauelemente, die man normalerweise nicht zur Verfügung hat. Man sieht, ich habe den Modus immer noch an. Ich glaube, ich lasse ihn auch an. Letzte Ruhestätte eines unbekannten Hündchens. Aha. Hier ist der Anker. Er kommt aus Ankara. Oh Gott, ist der flach. So, was haben wir denn? Futternäpfe, Futternäpfe. Hier sind die ganzen Federn, die ja dann leider so dargestellt sind, wenn ich sie hinpacke. Ich habe immer gehofft, dass die Federn einfach dann so liegen würden. Das wäre irgendwie lustig gewesen. Hier, solche Kisten und so ein Zeug hier. Aber guckt euch das mal an. Alles so ein Zeug, was man normalerweise nicht platzieren kann, weil es einfach nicht zur Verfügung steht. Was sind das da? Krimskram meiner Eltern. Ja, das sieht ja auch nett aus, hä? Sind da unterschiedliche Krimskrame drin? Die sieht immer gleich aus, der Krimskram. Schade. Hier, Futternäpfe. Ich würde mal sagen, wir nehmen einen automatischen Futternapf. Blau wäre vielleicht eine Idee oder so gelb-golden, gelbmäßig, sonnengelb, senfgelb. So, dann hat sie einmal hier Spielzeug, da hat sie einmal das. Hier beim Kamin, wo ist denn der Kamin geblieben? Ich muss mich einmal orientieren, ist einmal das. Und in der Küche, da an der Seite, ganz weit an Tour, ist einmal das Katzenklo. Dann braucht man natürlich das Cat Entertainment System. Sprich, sowas hier. Deluxe Katzenbaum aus Teppich-Konifer. Dieser Katzenbaum aus frisch gefällten katalonischen Teppichbaumholz bietet deinem Kätzchen allerhöchsten Komfort. Es kann klettern, forschen und sein Territorium nach Herzenlust überwachen oder schlafen. Meistens wird es schlafen. Ja, könnte passieren. Oder wir haben dann den entepirisierten Katzenbaum aus Teppich, Konifere. Oh Gott, ey. Was ist denn da der Unterschied? Umgebung 1, Umgebung 1. Was haben wir denn? So, wir sind stolz darauf, nur die edelsten Katzenbäume aus frisch gefällten katalonischem Teppichbaumholz zu verkaufen. Und ehrlich gesagt, haben wir bei diesem Exemplar etwas Neues ausprobiert. Im Winter lassen die Teppichkoniferen nämlich ihren weichen, plüssigen Teppich fallen und wir haben aus dem nackten Holz ein schickes, elegantes Katzenhaus gefertigt. Das eine ist flauschiger, das andere ist weniger flauschiger oder was war mal? Das muss ich mir mal draußen angucken. Schauen wir uns das mal an. Das wäre der eine hier. Der sieht dann so aus und das andere ist dann mehr holziger. Warum ist die holzigere Version teurer als die flauschige Version? Ist eine gute Frage, wa? Ansonsten ist es der gleiche Aufbau, wa? Als flauschigere gefällt mir, um ehrlich zu sagen, besser. Und hier auch diese mit dem farbigen Ring gefällt mir besser. Ja, das hat auch keinen farbigen Ring. Gucken wir das gerade an. Also die flauschigere Version gefällt mir definitiv besser. Ich keine Ahnung, warum die billiger ist als die andere, aber... Wie heißt das immer so schön? Man muss nicht alles verstehen. Wo hauen wir das Ding denn hin? Wir können das Ding ja auf diese Ebene reinhauen. Hier auf dieser Seite vielleicht. Einfach mal so, keine Ahnung, ob er zu hart glitscht, ob die Katze da überhaupt rankommt. Aber so ein bisschen rein versteckt sieht schon cool aus. So ein bisschen so schräg hier so rein, ist irgendwo nett. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Die Katzen direkt an Pudeln, Direktanmeldung. Aha, okay. Ach, das ist das Chirurgiestation und so ein Zeug. Moderne Feldlampe. Ein Souvenir aus Brindleton. Es macht sogar Licht, das Ding. Ist ja lustig. Was es alles gibt. Elektrischer Staubsauger kommt bei den Elfen nicht rein. Öffentliches Klosett. Das ist so bescheuert. Wir machen hier mal ein öffentliches Klosett rein. Ich habe hier gerade hier mal so festgestellt, wenn ich das Gittermuster reinmachen würde, dann könnte ich das sogar hier oben platzieren. Das ist so geil mit diesem Offset-Modus. Also da gibt es Baumöglichkeiten. Ich muss sowieso mal gucken, dass wir irgendwann mal was ganz Abstruses machen. Vielleicht so eine Art Luftlabyrinth oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, was wir da reinzaubern können.
Da müssen wir mal gucken, was wir hier generell bauen können. Also, das nächste Bauprojekt wird, glaube ich, sehr abstrus werden. Sehr abstrus, verdammt abstrus. Das ist sowas von abstrus, man glaubt es kaum. Gut, ich denke, wir haben's. Also, wir haben das Katzenklo. Warte mal, wir haben also, pass auf. Wir haben hier das Katzenkletterteil. Wir haben, jetzt muss ich mal sehen, Katzenschlafplatz, Katzefresse, Katzespielzeug und Katzeklo. Wir haben Katzeklo, Katzeklo, Katzeklo. Mach die kleine Katze froh. Gut. Okay. Lassen wir mal losgehen. Sehr schön. So, er ist noch auf Malen. Sie ist auf Kuratorium. Sie soll eigentlich noch Frösche züchten. Er soll theoretischerweise noch malen. Was soll er denn noch machen? Er soll Gemälde in einem Museum bewundern. Und er soll 10 ausgezeichnete Gemälde fertigstellen. So, pass mal auf, mein junger Herr, von uns zu. Ach, du grüne Neune. Kleines abstraktes Gemälde, mittelgroßes abstraktes Gemälde, das macht mir ein bisschen Angst. Gut, das heißt, du kannst das hier mal verkaufen an einen Salmler. Komm mal her. Wo bleibt der junge Herr? Ah, da ist er. So, und dann darfst du abstraktes Gemälde malen. Mach mal ein kleines, ist ja ideal. Es geht jetzt nur darum, dass das ausgezeichnetes Gemälde wird. Da kommt die Kleine an. Mau. Ja. Mau. Streicheln. Ah, er kümmert sich auch automatisch um die Katze, während er da sozusagen... Ja. Tisana, was ist los? Reden mit Streicheln. Kannst du nochmal streicheln? Kannst du ja mal ganz lieb haben, die Kleine. Kannst die Kleine mal loben. Was können wir denn noch Schönes machen? Kennenlernen. Ja. Ebenso, gerade Freundschaft geschlossen, das ist sehr schön mit der kleinen Katze, kann man machen. So, was hast du denn noch für Möglichkeiten? Was habe ich hier? Habe ich überhaupt gerade den Familienbonus an, den Elfenbonus? Ja, der ist an, der Elfenbonus. Elfenbonus läuft. Apropos Elfenbonus, Gruppenvorteile. Wie sieht's denn da aus? Kapazitätserweiterung ist einmal geil. Ach, das können wir uns holen. Wie viel Erfahrung da haben wir? Das können wir noch nicht holen, weil wir noch nicht das geholt haben. Backbonus. Haben wir noch nicht viel, wie ich hier gerade sehe? Wir haben hier wirklich noch nicht viel. Ja, Blumenbindbonus. Es soll ja irgendwann mal da reingehen, in die Blumengeschichte. Was haben wir denn noch mit Blumen? Blumen und Pflanzen. Was ist denn das da? Romantikbonus. Naja. DJ-Bonus. Was ist das da? Kräuterkunde wäre auch nicht schlecht. Ja, gute Frage. Aber direkt Pflanzenbonus gibt's nicht. Es gibt einmal hier den Blumenbinde-Bonus und der Kräuterbonus. Gibt es keinen Gärtnerei-Bonus? Bin ich... Ah, hier doch da. Gartenarbeit. Und dann haben wir noch mal ein paar Punkte. Ja, nehmen wir mal das. Blumenbind-Bonus. Dann können wir das hier nämlich zumachen. Danke sehr. Okay. Ja, läuft mit der Katze, hä? Miau, 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 miau. Leckerlich, glücklich, zutraulich. Okay, machen wir das mal. Ja, wie heißt es immer so schön? Liebe geht durch den Magen. Bei Katzen funktioniert das auch. Jo, ja, die Kleine. Die sieht so echt toll aus irgendwo. Bürsten können wir sie auch mal. Bürste mal die Kleine. Och, ist ja echt niedlich. Oh, Mann, da geht halt das Herz auf. Ja, die kleine Katze. Kannst du noch mal streicheln, die Kleine? Och, sie putzt sich, die Kleine. Oh. So, wie weit bist du mit deinem Bonus jetzt gekommen? Jetzt müssen wir mal gucken. Kannst du mal das hier mal bitte verkaufen? Ich habe kein Geräusch gehört. Hat aber geklappt, wie es aussieht. Ja, ja, hat geklappt. So, pass auf. Jetzt kannst du mal in ein Museum gehen. Wir machen mal dann die Gruppenfähigkeit erstmal aus. Und dann gehst du in ein Museum. So, was haben wir denn da? Museum.
ja auch ein Museum in der Nähe? Ich hatte irgendwo immer ein Museum gehabt. Newcrest, Magnolia Promenade, nee. Windenburg. Ich überlege gerade, wo ich dieses Museum hatte. Ich glaube, das war in Newcrest. Nee, da war es nicht, Quatsch. Wie hieß denn dieses San Moschino oder so? Wie hieß das da war? Ja, Mioshono oder so, ne. Da ist es. Galerie bla sowieso. Also, dorthin reisen. Die ist nicht aktiviert. Okay, da soll er nämlich alleine hin. Ganz allein. Der Elfe alone. So, wir sind angekommen. Das ist schon mal sehr schön. Und wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allem durft, ja, sehen wir uns dann morgen wieder. Und dann schauen wir mal, dass die junge Elfe hier, was soll sie denn machen? Genau, hier drei Gemälde im Museum bewundert. Also in dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Chiri, oh.